So, jetzt geht es um die App Formel1.de. Formel1.de ist eigentlich eine sehr simple, aber trotzdem sehr gute App für alle Formel1-Fans. Und zwar ist auf der Formel1.de App sind alle Schlagzeilen nach Tagen sortiert, immer von den letzten 4 Tagen. Und ja, das sind einfach die Schlagzeilen von der Homepage. Aber trotzdem kann man sie dann auch mobil erreichen und es ist besser, als wenn man auf der Homepage die einfach über den Safari-Browser aufrufen würde, denn das Format passt dann ja einfach nicht. Deswegen sehr hilfreich für Leute, die eh immer die Schlagzeilen lesen oder auch für andere. Ja, das ist zu den News. Dann gibt es hier unter dem Punkt WM-Wertung ist die aktuelle WM-Wertung mit den Punkten nach der Reihenfolge. Die Saison ist jetzt zu Ende, deswegen verändert die sich jetzt nicht mehr, aber trotzdem die Punkte hier. Man kann jetzt auf den Fahrer klicken, dann kommt eine Informationen zu dem Fahrer, zu dem Alter, das Team, Geburtsort und so weiter, Gewicht, Größe und dann natürlich zu der Person, zu dem Lebenslauf ein paar Informationen. Das geht zu allen. Und das ist zu der WM-Wertung. Da kann man einmal zwischen Fahrer und zwischen Team unterscheiden. Da kann man das hier oben auswählen. Und ja, dann gibt es den Live-Ticker. Der funktioniert natürlich immer nur während eines Rennens. Und da kriegt man dann die aktuellsten Informationen der Runden und Geschehnisse beschrieben. Das ist jetzt hier noch von dem Saisonfinale in Abu Dhabi, ist noch der Live-Ticker hier gespeichert. Und da kann man jetzt einmal sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier ist die Strecke, die Daten zu dem Rennen und dann halt die Live-Ticker-Informationen. Man könnte jetzt auch hier immer nachlesen, einfach was gerade passiert, wenn man unterwegs ist und das Rennen vielleicht nicht verfolgen kann. Ja, dann gibt es noch den Punkt Info. Da steht einfach was zu dem Herausgeber und das ist jetzt eigentlich uninteressant zu der App. Ja, ich finde diese App sehr nützlich, denn ich lese eh auch immer, wenn ich am Computer bin, die Formel1.de Seite und so kann ich mobil die Schlagzeilen super einfach lesen und muss nicht immer über den Safari-Browser dann auf diese Seite. Denn ich finde persönlich, dass Seiten, die nicht für jetzt so einen kleinen Smartphone-Bildschirm abgestimmt sind, finde ich eigentlich nicht so gelungen. Dann muss man immer ranzoomen und klicken und so. Deswegen, also mir gefällt die Formel 1.de-App sehr gut. Sie bietet mir eigentlich das, was ich möchte, nämlich ich möchte die Schlagzeilen lesen, ich möchte einen Live-Ticker haben und ich möchte die aktuelle WM-Wertung sehen. Und genau das erfüllt alles die Formel 1.de-App. Und deswegen kann ich sie nur weiterempfehlen. Sie ist gratis im App Store erhältlich und wie immer ein Link unter meinem Video, um sich die ganze App runterzuladen. Ja, ich kann ihn nur weiterempfehlen. Ladet sie euch runter für alle Formel 1-Fans. Super gelungen.